entweder ich entscheide mich für das Klickgeile, hab keinen Spaß dran, oder ich entscheide mich dafür, dass ich wieder Spaß an YouTube habe und meine ganzen Abos und Klicks sozusagen wegwerfe. Und ich glaube, ich entscheide mich lieber für den Spaß, wegen ich will wieder Spaß an YouTube haben. Ich habe einen schönen Kommentar hier. Johannes Pfeiffer hat vor 22 Stunden unterm The Last of Us Video geschrieben: Von Zombies wegrennen und COC für die Klicks ist nicht geil, aber Punkt, Punkt, Punkt. Dein Kanal wird eh bald gesperrt, so wie ein Realschulabschluss. Mittelreife Leistung. Ich musste ehrlich gesagt bei dem Vergleich lachen. Hallöchen und willkommen zu einem Video, wo ich nicht gedacht hätte, dass es in dieser Zeit kommen wird, beziehungsweise ich hätte nicht gedacht, dass es so früh kommen wird. Und zwar, ich war jetzt im Urlaub, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, und so wie es jetzt auf dem Kanal PlayerGannon zu sich geht, kann es nicht weitergehen, beziehungsweise diese Mischung Horror und COC, die passt einfach nicht zusammen. Und ich habe schon vor ein paar Monaten gemerkt, dass mir das Spiel COC einfach keinen Spaß mehr macht, muss ich wirklich so zugeben. Ich weiß, ich habe den Channel jetzt mit COC aufgebaut und ich habe auch sehr viele COC-Zuschauer, aber ich habe mich dazu entschlossen, neu anzufangen auf einem neuen Channel, den ich unten verlinken werde, wo ich Horror und Nintendo hinpacken werde. Natürlich, man könnte jetzt sagen, das ist auch eine scheiß Kombi, aber auf jeden Fall eine bessere Kombi als Horror, COC und Nintendo zugleich, beziehungsweise das ist einfach so eine Mischung, die einfach nicht zusammenpasst, und ich habe das auch an den Zuschauern gemerkt, beziehungsweise der Spaß an COC ist mir wirklich weggegangen, denn Horrorspiele, muss ich zugeben, machen mir wirklich mehr Spaß zu Let's Playen, und COC privat werde ich es noch spielen, aber nicht mehr so häufig. Ich habe es gemerkt, dass ich in letzter Zeit privat so überhaupt nicht mehr spiele, beziehungsweise überhaupt nicht mehr abends vielleicht einmal Minen und Sammler einsammeln oder das war's auch schon. Ich glaube, das hat man damals auch im Community Clan gemerkt, also falls ihr drinnen wart, beziehungsweise da waren ja einige drinne, dass ich halt nicht so häufig geschrieben hatte, und das war der Grund, dass ich nicht so häufig online war und halt nicht so oft schreiben konnte. Man hat gemerkt, ich war relativ selten online, und das liegt auch einfach daran, dass mir das Spiel COC einfach keinen Spaß mehr macht, wie ich jetzt zum dritten oder vierten Mal erklärt habe. Beziehungsweise, ich habe mich auf dieses Video eigentlich schon relativ gut vorbereitet, geistig, und ich habe ein paar gefragt, beziehungsweise, ja, ein paar gefragt, was sie davon halten und was für Fragen wahrscheinlich jetzt in euren Köpfen vielleicht aufkommen könnten. Und beziehungsweise, ja, ich werde jetzt einfach mal vorlesen, was so Fragen sein könnten. Aus welchem Anlass gibst du deinen Kanal auf? Ja, ein Anlass wäre zum Beispiel, dass mir COC einfach keinen Spaß mehr macht. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich kann alle Videos löschen und mit Horror auf wieder weitermachen, beziehungsweise aufbauen. Aber ich glaube, da relativ viele COC-Fans hier auf dem Kanal sind, ich glaube 400 bis 500 ungefähr. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Deswegen, es hätte einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt mit Horror einfach neu anfangen würde. Ich glaube, die meisten mögen es auch Flame. Ich verstehe es wirklich, wenn ihr es Flame wollt. Also, ihr könnt ruhig ein Dislike da lassen. Ist mir eigentlich auch relativ gesagt auch egal, denn ich mache ja die Videos nicht für die, die es nicht mögen, sondern ich mache die Videos für die, die es mögen, und deswegen sollte ich nicht darauf hören, und ich werde jetzt einfach weiterreden und nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Anlass, wieso ich meinen Kanal aufgebe. Naja, aufgeben ist es ja nicht ganz. Ich fange ja neu an. Wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, Link ist oben in der Beschreibung. Thomas Gaddon wird der Kanal heißen. Die Grundidee für Player Gaddon, der Name beziehungsweise. Ja, genau, so kann man es sagen. Im Übrigen, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Also, ein Klassenkamerade von mir hat sich ausgedacht. Nicht, dass er sich nachher beschwert, dass er den Namen geklaut hätte, aber er hat mir den Namen vorgeschlagen. Er fand den Namen cool und auf jeden Fall. Werde ich auf den neuen Kanal Horror Nintendo bringen? Aus welchem Anlass machst du deinen Kanal zu? Habe ich gerade erklärt. Wie gesagt, COC macht mir keinen Spaß mehr. Es hat einfach keinen Sinn, wenn ich die Videos jetzt lösche und mit Horror anfange. Wie gesagt, Flame, inaktive Abonnenten, D-Abos etc. Und das wäre total demotivierend für einen YouTuber, und deswegen fange ich wieder von null an auf. Natürlich, vielleicht werden einige von euch am Anfang flamen. Kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen, wie ich schon gesagt habe. Aber für die, die es jetzt flamen, ihr habt alle ein Hobby, schätze ich mal. Und euch macht dieses Hobby Spaß. YouTube ist mein Hobby. Und YouTube sollte mir Spaß machen, aber COC macht mein Hobby unspaßig, sage ich mal so.
Und wenn euch, also wenn euer Hobby euch keinen Spaß mehr macht, was würdet ihr probieren? Was würdet ihr probieren, damit es euch wieder Spaß macht? Ihr würdet es irgendwie wieder zurecht hinbiegen. Zum Beispiel spielt vielleicht Fußball in einem Verein oder Handball in einem Verein. Wenn euch diese Position nicht liegt, fragt ihr euren Trainer natürlich, ob ihr die Position wechseln könnt. Und sowas versuche ich, naja, nicht ganz, sowas versuche ich momentan auch hinzurichten. Beziehungsweise, dass ich neu anfange mit einer neuen Spielerichtung, mit der Spielerichtung, die mir Spaß macht. Denn COC ist so das Spiel, was mich auffällt, beziehungsweise um andere Projekte zu starten. Zum Beispiel Outlast Whistleblower. Ich habe das Spiel vor 2 Monaten gekauft und immer noch nicht runtergeladen und ich würde es gerne mal spielen. Und deswegen würde ich jetzt einfach diesen neuen Kanal aufmachen, wieder Spaß an YouTube entwickeln. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wenn ihr mich nicht verstehen könnt, kann ich auch verstehen. Das ist alles so kompliziert hier zu erklären. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was es noch so für Fragen gab. So, dann hat mir der liebe Hübi noch einige Fragen gestellt, die wahrscheinlich noch in euren Kopf rumschwören werden könnten. Was ist mit den Leuten, die du noch besuchen wolltest? Sorry dafür, aber ich meine, ich habe jetzt 17 Besuchsfolgen gemacht. Und das ist total heftig. In den 17 Besuchsfolgen, die gehen immer 10 bis 30 Minuten. Ich habe jeden einzelnen besucht. Ich habe nicht wie bei den anderen YouTubern immer 5 besucht oder so. Ich habe alle besucht. Und im Endeffekt, wo wir immer größer wurden, jetzt zum Ende, waren es immer 10 bis 16 Leute, die besucht werden wollten. Und das war natürlich dann schon heavy. Und die nächste Frage ist, wieso wirfst du so viele Abos weg? Wie gesagt, ich muss mich entscheiden. Entweder ich entscheide mich für das Klickgeile, hab keinen Spaß dran, oder ich entscheide mich dafür, dass ich wieder Spaß an YouTube habe und meine ganzen Abos und Klicks sozusagen wegwerfe. Und ich glaube, ich entscheide mich lieber für den Spaß, wegen ich will wieder Spaß an YouTube haben. Ich habe einen schönen Kommentar hier. Johannes Pfeiffer hat vor 22 Stunden unterm The Last of Us Video geschrieben, von Zombies wegrennen und COC für die Klicks ist nicht geil, aber ... Dein Kanal wird eh bald gesperrt, so wie ein Realschulabschluss. Mittelreife Leistung. Ich musste ehrlich gesagt bei dem Vergleich lachen. Richtige Poeten hier unter. Pookie Player Ghetto Niklas Seefisch sehr Prinzip. Prinzip, okay. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber egal. Ja, ich habe gesehen, da hat jemand ganz schön den Hate hier an den Videos ausgelassen. Kann ich auch verstehen, wie gesagt. Ich kann auch verstehen, wenn ihr es weiter haten wollt. Aber, ups, war gerade ein bisschen unscharf. Ihr müsst mich auch verstehen, wie gesagt, das mit dem Hobby. Ich will wieder Spaß an YouTube haben. Und deswegen versuche ich wirklich mein Bestes zu geben und die Kamera soll nicht immer unscharf werden. So, die nächsten Fragen, die gestellt werden könnten, sind: Hast du dir das auch gut überlegt? Ja. Ich habe jetzt 2 Wochen saß ich dran, habe täglich darüber überlegt, wie ich das am besten formulieren könnte, wie ich es schaffen könnte, euch das gut zu erklären, aber ich glaube, das geht jetzt einigermaßen. Was kommt auf den neuen Channel? Wie gesagt, Nintendo und Horror. Ist eine ungewöhnliche Mischung, aber ich glaube, das könnte eigentlich gut klappen, denn wenn man sich jetzt Horrorvideos anguckt und in den Kommentaren mal durchscrollt, sieht man viele mit Mario oder Link Profilbildern und ich glaube, das ist sogar eigentlich die gleiche Zielgruppe. Kann ich aber nicht wissen. Wie gesagt, ich will den Spaß jetzt im Vordergrund haben. Sorry. Wie heißt der neue Kanal? Wie gesagt, Tomageddon. Alter. Okay, die Kamera ist heute nicht in einer guten Laune, beziehungsweise die wird immer unscharf. Deswegen sollten wir uns ein bisschen beeilen. Was passiert mit dem alten Kanal? Einige haben mich gefragt, werde ich die alten Videos löschen? Ich glaube, nein. Ich habe zu viel Arbeit in die Videos gesteckt, wie zum Beispiel Thomas Comment on Comments, diese Videos da. Das hat mir gezeigt, dass euch diese Videos gefallen haben. Das war unglaublich, diese Bewertung. 60 Likes waren dann teilweise dabei, über 500 Aufrufe. Alter, wäre doch nicht immer unscharf. Meine Fresse, ey. Ja, ich habe das jetzt lange nicht mehr genutzt. 2 Wochen habe ich das letzte Mal vor dem Mikrofon geredet. Aber ich habe es noch relativ gut hinbekommen. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns auf dem neuen Channel. Video auf dem neuen Channel wird heute oder morgen kommen. Ich weiß nicht, wie ich das zeitlich schaffe. Ich muss auch noch meinen Koffer auspacken, etc. Ich bin von der 24-Stunden-Fahrt von der Ukraine jetzt nach Hause gekommen, habe mich direkt hingesetzt, um euch das zu erklären. Ich hoffe, ihr nehmt mir ja das nicht allzu böse. Vielleicht sehen wir uns auf dem neuen Kanal und ich würde sagen, ciao. Danke für diese genialen 8 Monate, die wir hier auf PlayerGaddon hatten. Wir sehen uns eventuell auf dem neuen Kanal. Ciao.